Ihr braven Männer, herbeigeeilt aus Dörfern nah und fern, leiht mir eure Ohren. Ein herzliches Hallo, liebe Zuschauer, und willkommen zu einer neuen Folge Pickup Time mit Tomaniac. Ich war gestern, das war der 7.11. auf der Retrobörse in Schiedam und da habe ich meinen netten Kumpel, dem Shadow Snows, mitgenommen. Und wir sind zusammen eben über die Börse und das war diesmal meine weiteste Anfahrt, denn Schiedam, das liegt also in der Nähe von Rotterdam, also nicht allzu weit von dem Hafen weg und für mich war dann mal eine Strecke so, ja, 1000 Kilometer etwa. Das heißt, ich habe dieses Wochenende gute 2000 Kilometer abgerissen und ich bin jetzt heute Nachmittag, bin ich erst von da zurück und ich bin eigentlich ziemlich im Arsch. Und ich habe jetzt vorhin das Video, das Urlaubs-Pickup-Video Teil 2 abgedreht und jetzt kommen die Sachen dran, die ich in Schiedam erbeutet habe. Das ist nicht allzu viel, aber es sind ein paar ganz nette Sachen dabei und mittlerweile, ja, ist der Stapel schon recht groß an Sachen, die sich für Videomaterialien eignen und ich lege einfach mal los. Letzte Woche ist es mir passiert, beim Aufnehmen meines Atari-Videoparts für den Framemeister ging Pac-Man plötzlich nicht mehr nach links, also ist mir der Joystick abgekackt. Also so einer da hier. Und dann habe ich den Mr. Atari, den Simon, habe ich dann angeschrieben auf Facebook, sag mal, hast du nicht noch so ein Teil? Und das war insofern ganz praktisch, weil der hatte den dann gestern mitgebracht und hat mir den dann für kleines Geld überlassen. Und ich habe ihn einfach meinen geschenkt und vielleicht kriegt er den ja noch repariert. Und ja, so war das am Ende ein ganz guter Deal und ich habe jetzt dann wieder einen zweiten. Ich könnte zwar auch einen Competition Pro anschließen an Atari 2600, aber dann denkst du, nee. Wenn du eine Originalkonsole hast, oder ich zumindest, dann will ich die auch mit der Original-Hardware zocken und auch mit dem Original-Controller nach Möglichkeit, auch wenn ich die Option hätte. Jo, Controller. Master-Controller. Dann habe ich zwei PlayStation 2 Games für ganz günstig ergattert. Das eine ist Jack X, das ist wohl hier Jack und Dexter als Racer. Da ist keine Anleitung dabei, aber ich lasse mich mal überraschen. Die CD sah noch ganz gut aus. Ja, ist halt, ist zwar nur eine Platinum, aber dafür war sie ja auch saubillig. Und ich denke, ja, Racer, kannst du nicht viel falsch machen, wirst mit der Steuer schon, mit der Steuererklärung schon irgendwie klarkommen. Okay, und Ratchet und Clank habe ich dann hier, Teil 3. Ich habe 1 und 2 nicht gesehen. Und auch, ich habe die ganzen Games nie gespielt. Für mich ist das alles Neuland. Habe ich aber schon oft genug mal erwähnt, ne? Ich lerne das Ganze ja erst kennen. Ich hole mir das alles. Ich lerne die Konsolen kennen, die ich früher nie hatte, aber die mich halt interessieren. Classic Gaming halt so, ne? Und da ist mittlerweile schon einiges zusammengekommen, muss ich sagen. Das Handbuch sieht auch noch recht gut aus. Es kann sein, dass das Handbuch selber... Ah, ist in Deutsch. Weil auf holländischen Börsen hast du schon mal ganz gerne, dass die Handbücher vielleicht auf Französisch und Holländisch sind, oder aber nicht mal auf Englisch oder auf Deutsch. Das Spiel selber ist aber meistens auf Englisch und dann kann man dann hoffen, dass es irgendwie selbsterklärend ist, dass man dann irgendwie klarkommt. Aber diesmal ist es auch auf Deutsch, von dem her sollte das wohl laufen. So, dann habe ich ein paar NES-Games erwischt. Und da bin ich auch nachgegangen, ja, welche Games taugen was laut Bewertungslisten und was könnte was sein. Und eins davon ist Isolated Warrior, das ist, glaube ich, ein Plattformer. Shooter, Plattformer, irgendwie sowas. Und das soll wohl gar nicht so übel sein. Und ich lasse mich mal überraschen, mit was ich da zu tun habe. Bis jetzt habe ich ja, bis auf ein einziges Game, habe ich bis jetzt eigentlich keinen NES-Fehlgriff gehabt. Das Game, wo ich nicht so mit klarkomme, wo ich auch die Anleitung vielleicht dann mal einfach lesen müsste, damit es klappt und dann vielleicht ist es dann ja ein gutes Game, ist Ferrari irgendwas. Ja. So. Dann ein Game, welches ich öfter schon mal auf YouTube irgendwo gesehen habe, auf irgendwelchen englischsprachigen Kanälen. Momentan hat sich das wirklich sehr verlagert, dass ich viele englischsprachige Kanäle gucke.
Und ja, und da ist dann immer wieder mal aufgetaucht Kabuki Quantum Fighter. Kabuki, das ist, glaube ich, so japanisch irgendwas mit Theater. Und da sind die Männer sehr extrem geschminkt und haben dann so mega langhaarige Perücken auf. Und das ist, weiß nicht, so ein bisschen was wie Clown. Aber im Game selber haust du nämlich dann mit dieser langen Mähne um dich. Und das sieht im Video echt geil aus. So als ob der Typ irgendwie die Gegner niedermoscht mit seiner Mähne. Und das fand ich irgendwie schon ganz cool. Und ja, es ist also ein recht netter, wohl aber auch recht knackiger Plattformer fürs NES. Und was ich da gesehen habe, das hat mir echt gefallen jedes Mal. Und ich würde sagen, jetzt habe ich es ja. Jetzt gucke ich es mir irgendwann auch mal selber an. So. Dann ein Game, welches ich auf dem Amiga gesuchtet habe und wo ich jetzt überrascht war, dass es da auch eine NES-Version von gibt. Es gibt auch eine C64-Version, die mag ich eigentlich auch sehr. Ich habe beide Versionen eigentlich ziemlich oft gespielt, auch wenn ich da ohne Trainer ganz ehrlich gesagt nicht wirklich weit gekommen bin. Ich weiß gar nicht, ob ich es da überhaupt jemals geschafft habe. Die Rede ist von Defender of the Crown und jetzt fürs NES. Finde ich gut. Muss man doch haben, sowas. Mal schauen, was wir da, wie das ist, wie dann die NES-Version aussieht. Rein theoretisch, ich habe ja alle drei Systeme da. Ich habe ja den Amiga, ich habe den C64, ich habe ja das NES. Mal schauen. Vielleicht mache ich da mal so ein Let's Compare oder sowas. Oh, mal gucken, je nachdem, wie ich da gerade Bock habe. So, dann habe ich ein Pinball-Game gefunden, welches ich auch schon länger gesucht habe. Und wo ich nicht gedacht hätte, das überhaupt da zu finden, denn es war wirklich auf der ganzen Börse nur das eine Mal vertreten. Ich bin sämtliche Stände, habe ich durchgeblättert, wo es NES-Games gab. Vieles wiederholte sich. Das, was sich nicht wiederholte, war dann scheiße teuer. Und hier hatte ich in dem Moment aber Glück. Gut, die Hülle sieht nicht ganz so schön aus. Da ist irgendwas draufgeschmiert mit einem Kugelschreiber oder so. Und ich weiß auch nicht, inwiefern ich das Etikett gerettet kriege. Aber die Rede ist von Pinball Quest. Und ja, geile Sache, Pinball fürs NES. Das ist dann mittlerweile, glaube ich, schon mein vierter NES-Pinball. Ja, ja, genau. Ich habe Pinbot, ich habe Highspeed, ich habe das normale Mario Pinball und ich habe das jetzt. Vier Pinball-Games fürs NES. Da kommt was zusammen. Das waren die NES-Games. Dann habe ich auch da ein paar PlayStation 1-Games erwischt. Natürlich alles für kleines Geld. So gesehen hat sich für mich die Börse schon gelohnt. Ich habe diesmal war es trotz allem meine günstigste Börse, weil diesmal keine Hardware dabei ist, außer dem Joystick, aber das zählt nicht. Also ich habe mir keine Konsole oder sowas geholt, weil das ist für mich abgeschlossen. Ich habe jetzt 14 oder 15 verschiedene Systeme, auf denen ich was zocken kann. Das reicht, glaube ich, sonst platzt der Schrank aus allen Nähten und langsam wird es dann auch knapp mit den Games. Also die nächste Geschichte ist dann aussortieren, was mir nicht gefallen hat. Und dann kommt da so ein Stapel zusammen und da muss ich mal schauen, was ich mit dem mache. Rallycross ist also das nächste Game für die PS1. Ich weiß nicht warum, aber im Moment bin ich mehr Fan von der PS1 als von der PS2. Ich kann es mir ehrlich gesagt noch nicht so wirklich erklären, wieso. Woran das liegt? Keine Ahnung. Vielleicht ändert sich das auch noch. Vielleicht war das gerade so die Umbruchphase war von 2D auf 3D. Dementsprechend nicht so toll sehen natürlich viele alte 3D-Titel auf der PS1 aus. Aber ganz ehrlich, das stört mich nicht. Wenn der Spielspaß stimmt, ist der Rest mir scheißegal. Wahrscheinlich, weil ich ja ein Atarianer bin und dann brauchte man sowieso ziemlich viel Vorstellungskraft. Da stand auch der Spielspaß an erster Stelle. Das nächste ist ein Doppelpack und zwar Wipeout 3 Special Edition und Destruction Derby 2 zusammen in einem Set. Und die ganze Hülle und das Ganze sieht wirklich sehr gut aus. Und ich meine, als ich reingeguckt habe, das wirkt alles noch total jungfräulich. Ja, die CD, als hätte die noch nie einer, das ist doch eine ungespielte CD, würde ich jetzt sagen. Selbst das Handbuch, keine Knicke, nix. Das riecht sogar noch neu. Das hat bestimmt keiner überhaupt jemals wirklich gezockt. Geil, habe ich mal wieder Schwein gehabt. So, dann ein Pinball, da habe ich auch praktisch nichts für bezahlt. Ich glaube nur 1 Euro. Jetzt sind ja bald Wahlen, ne, in den USA. Ich den Patriotik-Pinball zocken.
Taucht wahrscheinlich überhaupt nichts. Taucht wahrscheinlich genauso viel wie die beiden Kandidaten, die da gegeneinander antreten. Nix. Aber ich werde es ja sehen. Weil es ein Pinball-Game ist, konnte ich leider nicht Nein sagen. Und es kommt sicher mal der Tag, wo ich ein scheiß Pinball-Game erwische. Beziehungsweise ich habe schon erwischt. Ich glaube, ich habe das Video auch schon soweit auf der Festplatte, aber noch nicht bearbeitet. Es gibt auch Scheiße unter den Pinball-Games, das kann ich schon sagen. So, auf das nächste Game bin ich mal ganz besonders neugierig, weil ich das auf dem C64 sehr gerne gespielt habe, obwohl es bockschwer war. Es gibt übrigens eine erstaunlich gute Game Boy Color-Version davon. Und jetzt habe ich es für die PS1. War da überhaupt ein Handbuch dabei? Nö, ist kein Handbuch dabei. Na, ich hoffe, ich kriege das auch so hin. Und zwar habe ich hier, aber die CD sieht dafür fast wie neu aus, Super Drop Zone. Ist das eigentlich gemacht von... Hier steht leider nichts. Ich weiß gar nicht, war da nicht der Braybrook dran beteiligt? Oder war das der Archer McLean? Ich glaube, einer von den beiden war da dran. Jedenfalls Drop Zone, jetzt Super Drop Zone für die PS1. Und was ich hier hinten auf den Bildern sehe, sieht wirklich so aus wie das, was ich vom C64 auch kenne. Also das scheint wirklich ein Port zu sein. In wahrscheinlich besserer Grafik oder so. Lassen wir uns mal überraschen. So, ich habe noch ein paar Genesis Mega Drive Games erwischt. Und davon ist ist eins noch ein Pinball-Game. Und das andere ist Echo the Dolphin. Da ist zwar kein Handbuch drin, dafür sieht die Hülle noch sehr gut aus. Und ich habe es bis jetzt auch nur so als Video gesehen, aber nie selber gespielt. Warum auch? Ich hatte das Modul ja nicht. Und das Modul sieht aber auch noch sehr gut aus. Also fast wie neu. Genauso wie eben hier der ganze Rest. Und ich sag mal, für 2,50 kann man das mal mitnehmen, ne? So, das nächste ist ein Plattformer, von dem ich nur gelesen habe, dass er gut sein soll. Da werde ich mich demnächst dann mal selber von... überzeugen, und zwar, außerdem, dieses Ding hatte da wirklich auf der Börse die unterschiedlichsten Preise, zwischen 10 und 25 war alles vertreten. Vectorman ist die Rede von, fürs Mega Drive. Im Jahr 2043 gleicht die Erde einer riesigen, von unermüdlichen Robotern gereinigten Giftmüllhalde. Als ihr Anführer durchdreht und die frühen Reste der Welt zu sprengen droht, kann nur der unnachahmliche Vectorman ihn aufhalten. Umwerfende 3D-Grafik und rasante Action-Jagden machen Vectorman zum besten Spiel, das sie je in ihren Händen gehalten haben. Sehr optimistisch. Mal schauen, inwiefern die recht haben. Ja, was ich gelesen habe, ist, du kannst dich in verschiedene Fahrzeuge oder sowas verwandeln, ne? Und so eine Mischung aus Scrolling, Plattform und Shooter-Elementen, und das las ich ganz interessant. So, dann gibt es ein schönes, buntes Plattform-Game, welches ich vom Amiga her kenne, wo ich neugierig bin, wie die Mega Drive-Version aussieht. Und zwar ist das Zool, Ninja of the Nth Dimension. Zool ist, glaube ich, eins der ersten Games, welches Reklame im Spiel hat. Ich glaube Pepsi. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Oder Chupa Chups, diese Lollis. Das kommt da drin vor. Auf jeden Fall sieht hier knallbunt aus. Und ich bin mal gespannt, weil auf dem Amiga ist es eben auch knallbunt. Und ganz interessante Geschichte. Also ich freue mich drauf. Ihr hoffentlich auch. Und das letzte im Bunde bei den Mega Drive Games ist ein Pinball und ergänzt meine Reihe, die ich da schon habe. Diesmal geht's um Dragon's Fury. Dragon's Fury Pinball fürs Mega Drive. So, und als letztes kommen ein paar Atari 2600 Module. Und zwei davon oder drei bin ich besonders neugierig drauf. Und eins ist wirklich special. Das ist sogar noch hier eingepackt. Das lasse ich erstmal noch eingeschweißt. So, und ich hatte ja vorhin erwähnt, ich stehe auf Sportspiele aller Art, und ich weiß, dass Winter Games eine recht gute Umsetzung fürs Atari 2600 ist. Das Modul ist allerdings denkbar das billigste Material, was man irgendwie auftreiben kann.
Winter Games in der PAL-Version für den Atari 2600. Dann, es fehlte tatsächlich noch in meiner Sammlung. Wer hätte es gedacht? Aber eigentlich ist es ein Must-Have. Ne? Und das Cartridge sieht noch relativ gut aus. Und die Rede ist von Battle Zone. Ein sehr gutes Game. Ein sehr, sehr gutes Game für den Atari 2600. Ein weiteres Game, welches, bedenkt man die limitierte Hardware des Atari 2600, dennoch sehr gut umgesetzt ist und dessen Version mir auch auf dem Atari sehr gut gefällt und die ich damals als Kind echt auch gesuchtet habe, ist Q-Bert. Puh, schmeiß weg. Q-Bert! Ich mag den Kerl total und deswegen musste ich das Game auch haben. Da kriegt er gerade die Kugel auf die Rübe. Boing. So ein geiles Game. Und jetzt in meinem Besitz. So, jetzt kommen die interessanteren Sachen, die man nicht unbedingt so oft auf der Börse findet. Ich beginne mal mit dem, was vielleicht am ehesten noch möglich ist. Es ist ein Spectra Vision Game. Und heißt Nexa. Nexa, was ich gesehen habe bisher, ist, dass man aus der Ego-Perspektive voraus in den Weltraum fliegt, was dadurch gekennzeichnet wird, dass lauter so farbige Balken immer so auf einen zukommen. So dadurch wird die Bewegung praktisch simuliert. Und dann hat man ein Fadenkreuz, mit dem ballert man die herannahenden Raumschiffe ab. Und das hat mir ganz gut gefallen, was ich da gesehen habe. Vor allem, weil es schön farbenfroh, schön bunt und ich bin gespannt. Und ich muss sagen, ich habe das diesmal da in Holland zum ersten Mal gesehen. Und das ist natürlich so ein Grund, weshalb man vielleicht mal so einen weiten Weg auf sich nehmen kann, weil ich ja gehofft habe, dass ich da vielleicht das ein oder andere etwas exotischere finde oder was anderes, was jetzt auf anderen Börsen vielleicht nicht so leicht zu finden ist. Und dann haben wir das nächste, ein sehr geiles Game, was auch in der Atari-Version erstaunlich gut ist. Und zwar ist da die Rede von Gorf. Ich kenne auch die C64-Version, ich habe die Atari-Version aber auch schon gesehen. Eins der ersten oder eins der wenigen Games auf dem Atari, die über mehrere verschiedene Bildschirme gehen, wo man in jedem Bildschirm was anderes machen muss. Das eine ist so eine Art Space Invaders, bei dem anderen kommen die Aliens von vorne oder man muss wieder was anderes machen. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf, was es genau war, aber ich glaube, es gab vier verschiedene Game-Abschnitte, wo man immer was anderes machen musste. Und am Ende muss man, glaube ich, eben das Mutterschiff zerstören und dann geht es wieder von vorne los, aber schwerer. Und das ist auch auf dem Atari 2600 sehr, sehr gut umgesetzt. So, und das letzte, da bin ich ein kleines bisschen stolz drauf, dass ich das gefunden habe. Ich habe es praktisch auf dem letzten Drücker mitgenommen, als Simon, also Mr. Atari und Sandra den Stand schon abgebaut haben. Es ging nämlich darum, rechtzeitig alles wegzupacken, denn da ist nämlich die Aufsicht recht streng. Das Game heißt Threshold, ist von Tiger Vision und dementsprechend anders sieht das Modul auch aus. Es ist nämlich farbig und zwar orange. So sieht das Modul aus. Ich habe es jetzt hier in der Folie noch drin gelassen, ehrenhalber, aber eines Tages werde ich es auspacken. Und so sieht das Cover aus. Ich hoffe, das spiegelt jetzt nicht zu stark. Und ich bin sehr glücklich, dieses Modul in meinem Besitz zu haben. Threshold kann man sich vorstellen wie Galaxien auf dem Atari 2600. Also es hat auch so eine Umrandung, das Feld. Aber die Raumschiffe... Boah, mein Gott. Diese Raumschiffe kommen nicht so formationsmäßig runter wie bei Galaxien, sondern, ich will nicht sagen unformatiert, sondern einfach so. Und was hier noch anders ist als bei Galaxien, ist, bei Galaxien bewegt man sich ja auf der Grundlinie unten nach hin und her und ballert dann die Viecher ab. Und hier kann man sich in den Raum reinbewegen, also auch nach oben fliegen beispielsweise. Und das Ganze ist extrem farbenfroh und bunt und sieht wirklich super aus. Und ja, das Modul ist ja schon sehr geil, weil das ist das erste, das ich in der Art habe. Und das sticht schon so ein bisschen raus. Und das war auch nicht ganz so billig, muss ich sagen. Aber als wahrer Atari-Fan muss man sich sowas mal geben und ich bin immer noch weit, weit unter dem von mir gesetzten Budget geblieben. Also es war meine günstigste Börse dieses Jahr.
Und ja, wie immer dürft ihr mir gerne eure Kommentare zu den Games geben. Was meint ihr? Was habt ihr? Was findet ihr gut? Welches findet ihr für die Tonne? Schreibt es mir einfach mal rein, würde mich freuen. Und wie gesagt, es wird Gameplay zu jedem Game geben. Nagelt mich nur nicht darauf fest, wann, weil mittlerweile hat sich so viel angesammelt, was alles mal gezockt werden will. Und ich muss sagen, ich glaube, für die nächsten Jahre habe ich genug Stoff. Ich hoffe, ihr bleibt so lange am Ball. Bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, bis zum nächsten Video, euer Tomaniac.